Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Monat ist rum, und wir verteilen gleich das Geld in den Umschlägen. Aber zuvor müssen wir noch die Challenge abschließen, ne? Wir haben ja einmal die Regen-Challenge. Da ist kein weiteres Geld dazugekommen. Wir müssen also nichts anmalen oder so. Ja, es hat nicht geregnet und demnach bleibt es dabei. Eingenommen habe ich, Moment, 15. Es müssten 23 Euro sein. Wir zählen aber gerne nochmal nach. 15, 17, 19, 21, 22, 23. Das stimmt. Ich bin noch am Überlegen, was ich jetzt mit diesem Geld mache. Ich würde sagen, ihr schreibt mir sehr gerne etwas in die Kommentare. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Einfach in eine bestimmte, ja, einen bestimmten Spartopf tun oder aber, keine Ahnung, so eine Art 52-Wochen-Challenge oder sowas machen, was auch eine gute Idee wäre, wobei ich das ein bisschen ändern würde. Oder würdet ihr das in so einen Umschlag lassen, wo die ganze Zeit die ganzen Monat-Challenge reinkommen, um mal zu sehen, wie viel das ergibt. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das machen würdet. Und ja, vielleicht ist ja eine super Idee mit dabei. Das packen wir mal eben beiseite. Und das Geld packe ich so lange zurück, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Oder vielleicht machen wir das zusammen, würde mich sehr freuen. Da ist also nichts dazu gekommen. Das muss ich hier hinschreiben. Also das waren 23 Euro. Konnten wir hier sparen? Ihr seht, ich musste das ja nochmal, wer mein letztes Video geschaut hat. Ich hatte hier ursprünglich die 5 Euro vom Sparrad eingetragen. Das war natürlich verkehrt. Hier kommen die 23 Euro hin. Und ich habe hier noch, weil das gehört ja auch mit zum Sparen, weil das werde ich ja auch nicht verteilen und deswegen gehört es für mich da mit rein. Also mal sehen, vielleicht lasse ich das auch in einem extra Umschlag, diese Monat-Challenge, oder ich packe es in die Geldtöpfe. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Also da haben wir einmal die 23 plus die 5 plus die 16. Wobei, nein, stopp. Das können wir noch nicht machen. Müssen wir eben noch warten, weil hier ist nämlich noch was dazugekommen in meiner Geldwäsche-Challenge. Also, da kommt noch ein bisschen was dazu. Ich musste natürlich noch mal waschen, aber nur 3 Euro. Das malen wir noch mal eben ganz schnell zusammen an. Ich musste nur dreimal waschen. Einmal, zweimal, dreimal. Den machen wir ganz bunt. So. Und ja, wir fangen heute eine neue Monatschallenge an. Und bin mal ganz gespannt darauf, wie euch die gefällt. Aber da kommen wir gleich zu. Da wurde was geflickt, deswegen sieht die so aus. So, dann können wir hier die packen wir weg, weil ich habe für den Monat März etwas Neues oder was heißt nichts Neues, aber in größer zeige ich aber euch aber gleich. Packen wir hier die 3 Euro mit da rein. Das heißt, wir haben hier die 10, 12, 14, 16. Stimmt, plus die 3 Euro sind es 19 Euro. Das müssen wir mal eben korrigieren. 19 Euro. So, und dann können wir das zusammen addieren und mal gucken, wie viel ich sparen konnte. Plus. Ich habe ja letztes Mal überlegt, ob ich meine anderen Sparsachen hier mit reinnehme, weil theoretisch spare ich die ja auch. Habe mich aber dagegen entschieden, ganz einfach deshalb, weil die Sparlose von der Sparkasse, da spare ich ja gar nicht genau die 5 Euro, die 50, sondern ein Teil fließt hier rein in eine Verlosung. Und deswegen macht es keinen Sinn. Und das andere ist ja, geht ja in die Rententeile. Ich finde, das macht auch nicht so richtig Sinn. Und meine Aktien, die sind ja auch für meine Selbstständigkeit. Manchmal muss man ja Steuerrückzahlung machen oder was auch immer oder und für den Steuerberater.
Also, wenn ich das, die Jahresübersicht wollte ich gerade sagen, wenn ich das bezahlen muss, nehme ich das aus dem Bereich. Deswegen führe ich das hier nicht mit aus. Also insgesamt konnte ich hier in diesem, konnte ich 277,25 Euro sparen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, gut. Kommen wir jetzt zu meiner neuen Challenge. Die würde ich euch gerne einmal zeigen und dann gehen wir über in das Verteilen. Wir machen eine Hula-Hoop-Challenge, habe ich mir für den März ja überlegt. Und da mache ich eine Minute, was habe ich gesagt? Wollen wir überlegen? 10 Cent, 10 Minuten. Ich denke, ich mache 10 Cent. Ich probiere das einfach mal. Wie gut, dass ich diesmal den Radierbandstift. Ich glaube, das ist doch besser, wenn man den nimmt. Man verschreibt sich da so oft und ist gleich 0,10 Cent. Ja, und das werden wir auf jeden Fall am Freitag zusammen machen. Ich wollte das eigentlich ursprünglich schon vorher gehulert haben, aber ich habe das nicht mehr geschafft und das Wetter ist gerade, ja, es ist noch gerade so schön hell und da habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt das Video und wir holen das danach. Und ich bin ganz gespannt, wie viel Geld ich mit dieser Hula Hoop Challenge sparen kann. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, so eine Hula Hoop Challenge zu machen. Ist ja ganz einfach. Man nimmt einfach zwei Kreise, der eine ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer. Und so habe ich das gemacht. Und ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch eine Idee. Was ich auch noch neu dazu genommen habe, ist mein Trocknersparen. Da nehme ich ganze 3 Euro. Soll für mich auch eine Art Strafe sein, weil ich bin manchmal, also ich benutze den Trockner eigentlich wirklich selten, bestimmt nur alle 1-2 Wochen einmal, höchstens mal so für Bettwäsche oder so. Aber man kann auch die so normal aufhängen. Und dann habe ich gedacht, wenn, dann soll mich das halt 3 Euro kosten. Und ja, das sind meine beiden neuen Sachen für den Monat März. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Dann geht es hier auch los in den neuen März. Und zwar habe ich gedacht, ich möchte das immer jeden Monat sehen, was ich so verbraucht habe hier, wie oft ich gewaschen habe und habe gedacht, ich mache das jetzt in groß einmal. Genau, ich zeige das mal so, damit ihr das auch sehen könnt bei meinem riesen A4 Notizblock. So, dann geht es los. Fangen wir mal an beim Einkommen. Also mein Einkommen ist diesen Monat sehr gering. Meine Kosten sind hoch, das ist keine gute Kombination, aber es lässt sich nicht ändern und ich werde versuchen, auch mit wenig Budget irgendwie klarzukommen. Im Endeffekt, erst sieht es aus, als wenn das mehr Geld wäre als letzten Monat. Da hatte ich ja, ich glaube, 2.227 Euro. Allerdings ist hier Kindergeld noch mit drin. Also mein Gehalt selber waren 2066, genau, oder 67, und da sind halt, ist das Kindergeld noch mit drin. Mein Lebensgefährt und ich, wir machen das so ein bisschen abwechselnd, wie das halt bei, ja, wie das halt besser passt, und diesen Monat übernehmen, habe ich das Kindergeld bekommen und übernehmen aber auch die kompletten Lebensmittel. Also ich bin sehr gespannt, wie das so klappen wird. Das können wir alles noch nicht ausfüllen. Gut, gehen wir dann zu den Fixkosten über. Miete hat sich erhöht, also der Abtrag ist erhöht worden. Da muss ich jetzt 650 Euro bezahlen. Steuerberater ist dabei geblieben, 56 Euro. Netflix 15 Euro. Hier sind es 30 Euro. Clever Fit, ja, da habe ich mich auch so ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen geärgert. Das ist die letzte Rate, die ich bezahlen muss. Danach ist das gekündigt. Und immer, also ich habe da gestern angerufen und die meinten halt zum halben Jahr. Und wenn man gekündigt hat, dann muss man noch eine spezielle Gebühr bezahlen. Und deswegen sind es keine 35 Euro, sondern 56 Euro. Und so summiert sich das Ganze. Lotto haben wir diesen Monat auch 52 Euro. Spartöpfe sind 50 Euro. Ach Quatsch. Was mache ich da? Und wieder bin ich froh, dass ich mein Weg. Der ist zwar nicht so schön wie meine anderen, aber dafür können wir es einfach wegräumen, wegradieren. Ich muss nur mal schauen. Ich
Ich meine, es sind 38 Euro. Sparlose sind 50 Euro. Kreditbank sind 65 Euro. Uelzner ist ja die Hundeversicherung, Haftpflicht und OP-Versicherung. Lieber sind die 200. Das ist halt da, wo ich meine Aktien immer kaufe. Und da kaufe ich halt jeden Monat 200, Wert von 200 Euro. Meine Tochter erhält 150 Euro. Kreditkarte habe ich diesen Monat nicht. iTunes 3 Euro. Und Signal Iduna, das ist mein Rentenpunkt. Das sind 166 Euro. Okay, müssen wir das nochmal eben kurz zusammenrechnen. Plus, und dann geht es endlich ans Verteilen. Plus 15, plus 30, plus 56. Also habe ich gestern ganz schön rumgetüftelt, wie ich mit dem wenigen Budget irgendwie zurechtkomme. Allerdings glaube ich, dass ich diesen Monat ein bisschen was aus meiner Selbstständigkeit bekomme. Das heißt, es kann sein, wenn das wirklich so knapp ist, ich will es versuchen, dass ich damit klarkomme, aber es könnte passieren, dass ich da noch mal ein bisschen Geld abzwacke. Aber mal sehen, ich weiß es noch nicht genau. Also sind 1556. Also es sind die Fixkosten 1556. Und dann geht's los. Dann wollen wir mal verteilen. Also, bei den Lebensmitteln habe ich mir gedacht, da mache ich das ja so, ein Teil kommt bar in meine Umschläge und ein Teil liegt auf dem Vivid-Konto und hier schreibe ich ja den Gesamtbetrag rein. Also, in bar werde ich leider nur 80 Euro haben, bei Vivid liegen 300 Euro. Gesamt sind es 380 Euro. So, dann holen wir uns das Geld mal ein bisschen dichter. Packen wir uns das mal hier hin. Der einzige 50er ist auch schon wieder weg. So, dann packen wir das mal in meinen Umschlag rein. Also insgesamt hatte ich ja letzten Monat 330 Euro. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Allerdings hat mein Freund da ja auch das ein oder andere Mal was bezahlt. Also nur ein bisschen, aber immerhin. Und da habe ich gesagt, ich finde das für euch ein bisschen schöner, wenn das halt in einer Hand ist. Und deswegen habe ich halt die, eigentlich hatte ich 400 Euro eingeplant, aber dann wäre das andere einfach zu knapp geworden. Dann Molly. Achso, erst kommt Sohnemann. Ist ja hier gar nicht drin. Dahinter. Sohnemann, da lasse ich die 20 Euro. Die sind in bar, also gesamt 20 Euro. So. Ja, im Grunde genommen habe ich eigentlich alles für ihn, aber mal sehen. Bald wird es ja auch ein bisschen wärmer. Dann müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen shoppen gehen. Dann kommt Molly. Friseur ist alles nicht. Deswegen habe ich gesagt, packe ich da nur die 10 Euro rein. Insgesamt habe ich geplant, wieder die 55 Euro, 10 Euro in bar und 45 Euro auf dem Konto für das Hundefutter, sodass wir insgesamt 55 Euro haben. So. So, dann auswärts essen. Ja, eigentlich hatte ich mir so vorgenommen, da mal ein bisschen mehr reinzupacken. Aber es nützt nichts, wenn nicht viel da ist. Dann muss man ein bisschen sparsamer sein. Also sind es nur die 20 Euro. Mal sehen. Aber wie gesagt, im Notfall werde ich auch mal schön zum Essen eingeladen von meinem Schatz. Und hier haben wir nichts. Und hier haben wir die 20 Euro insgesamt. Luxus, da kann ich nicht drauf verzichten. Da brauchen wir die 80 Euro. Das hat ja ganz gut geklappt. Und ich denke, das wird auch ausreichen. Drogerie, da kommen wir gleich zu. Da gibt es eine kleine Änderung für mich. Erzähle ich euch aber gleich. So, also 20, 40, 60, 80, das stimmt. So, dann haben wir Freizeit, auch die 80. Also ich habe
ein paar Tage frei und da wollen wir auf jeden Fall was Schönes unternehmen. Und ja, was sind 80 Euro? Das geht ja so schnell weg. Also weniger, das geht nicht. So, also müssen wir schnell nochmal nachtragen. 80. So, ich hoffe, so könnt ihr besser sehen, ne? 80 Euro insgesamt. 80 Euro machen wir auch hier. So, Drogerie mache ich nichts. Warum nichts? Ich habe mir überlegt, ich packe das bei den Lebensmitteln mit rein. Mir wird das hier sonst auch einfach zu eng. Also das passt hier einfach nicht, weil ich zwei neue Kategorien mit reingenommen habe. Und dann ist mir das einfach zu eng. Und ich habe auch keine Lust, das jedes Mal so auszuklamistern. Ich bin nicht mehr der große, mal kauft man sich mal ein bisschen was an Schminke, aber das ist nicht viel. Und ich hätte sowieso nur 10 Euro übrig gehabt. Und da habe ich gesagt, das lohnt sich eigentlich gar nicht, da eine extra Rubrik zu machen. Bei den anderen beiden sind es auch nur 10, aber das ist was anderes. Ja, also demnach Drogerie werde ich nächstes Mal gar nicht mehr mit aufführen, sondern das geht direkt in die Lebensmittel, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Sonstiges habe ich 10 Euro in Bar und 40 Euro liegen bei Vivid. So, das habe ich auch schon gesehen. Das ist hier. Ja, liegt ja daran, ich bin im Gesundheitswesen und habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und mal habe ich ein paar mehr Nachtwachen. Diesen Monat hatte ich fast gar keine und deswegen ist mein Gehalt auch dementsprechend ein bisschen weniger. So, tanken hatte ich letzten Monat gar nicht mit aufgenommen. Lag aber auch daran, dass ich mein Freund hatte ja letzten Monat das Kindergeld und deswegen hat er das mit den Tanken gemacht. Diesen Monat, habe ich gesagt, ich muss trotzdem auch mal tanken. Und habe mir da 40 Euro eingeplant. Allerdings sind die, ist das hier ein Fehler, sind die komplett bei Vivid. Trotzdem habe ich gedacht, nehme ich euch da mit und zeige euch, ob ich damit hinkomme mit den 40 Euro und schreibe das hier mit auf. Und eine neue Rubrik ist auch der Garten. Und da habe ich für diesen Monat ganze 10 Euro eingeplant. Also, naja, für ein paar Stiefmütterchen oder so wird das auf jeden Fall reichen. Aber es ist natürlich nicht die Welt und macht auch noch nicht so richtig Spaß. Aber gut, es ist ein Anfang. So, dann haben wir das alles schon mal gemacht. Die 10 Euro, ach, die habe ich ja noch gar nicht drin. Die mache ich mal kurz ab. Da schreibe ich nachher nochmal drauf. So, haben wir dann schon alles gemacht? Ich glaube schon, ne? Das geht ja jetzt mal ein bisschen schneller. Ist auch mal ein kürzeres Video. Ist auch mal ganz schön. Am Freitag sehen wir uns ja dann schon wieder zum ersten Wochenabschluss. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf Freitag. Vor allem freue ich mich darauf, die Hula Hoop Challenge mit euch zu machen. Also, ich habe das lange nicht gemacht und ich weiß, da wird der ein oder andere blaue Fleck kommen. Aber das macht nichts. Und könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr so gerne hulert und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt mit blauen Flecken. Also, naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr genießt das wunderbare Wetter. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Und alles Liebe und bis dann. Tschüss!